Hallo, hier habe ich mal wieder ein kleines Hilfsmittel gebastelt, um kleine Bauteile für meinen Modellbau, ohne mir die Finger zu verbrennen und um die vernünftig zu fixieren, verlöten zu können. So, dazu habe ich hier diese 10 mm Aluplatte mit 4 mm Bohrung als erstes versehen. Der Abstand ist hier 16 mal 16 mm. So, ab dann im zweiten Arbeitsgang von hinten entsprechend Sackbohrung gemacht. Hierzu sollte man die Herstellerangaben beachten. Die können schon von Hersteller zu Hersteller mal variieren. Und habe dann hier überall die Messinggewindehülsen eingepresst. Warum Messinghülsen rein und nicht direkt Gewinde schneiden? Ein ganz einfacher Grund. Erstens, diese Messinghülsen kann man durch die Sackbohrung nicht nach oben durchziehen. Zweitens, wenn man Gewinde kaputt ist, ist es kein Problem, die Hülsen auszutreiben und eine neue einzusetzen, ohne dass man das Ganze wieder aufbohren muss und mit einer größeren Bohrung versehen muss. Umso mehr Spannschrauben braucht man am Ende. So, dazu habe ich dann auch noch hier dieses Sperrholzbrettchen in der gleichen Rasterung gemacht, aber dazu komme ich dann mal später, wozu das dient. So, dann habe ich mir als nächstes hier diese Rändelschrauben angefertigt, einfach aus Messing, bis außen gerändelt und Gewindestange eingelötet. Reingesetzt, von oben Punkt gesetzt mit dem Sommerfeld, Flussmittel super, läuft richtig schön ins Gewinde rein, hält bombig. So, habe die in verschiedenen Längen auch mal einfach gemacht, so ein bisschen variabel. Dazu habe ich dann noch hier diese GFK-Spannpratzen, denke mal, kann man auch ganz gut sehen hier so. Die sind zum Weichlöten sind die ganz gut geeignet. Hartlöten sind die uninteressant. So, dann habe ich hier nochmal diese Leisten gemacht mit den Langlöchern. Wenn man mehrere Teile gleichzeitig festspannen will, so auch in unterschiedlichen Längen, sogar wie ich gerade das Restmaterial hatte, spielt eigentlich keine Rolle. Großartig. So, und dann habe ich hier noch aus so Messingresten auch noch mal mit Bohrung so ein paar einfache Pratzen gemacht. So, und um das Ganze jetzt mal kurz zu demonstrieren, wie es funktioniert, habe ich hier mal, wo ist es? Ach, übrigens, man kann auch hier auf dieser Platte diese Kniehebelspanner verwenden. Ist also auch kein Problem. Kann man auch wunderbar die Sachen mit festsetzen. Einfach mit einer, hierzu kann man natürlich nicht diese Rändelschrauben verwenden. Da sollte man ganz normale Zylinderkopfschrauben nehmen und zwei Stück reichen in der Regel aus, wenn man die reindreht. Ja, hier habe ich mal in Kombination mit dem Kniehebelspanner ein bisschen was aufgelegt und wie ihr schön sehen könnt, machen diese langen Spannleisten besonderen Sinn. Da kann man gleich mehrere Teile mit festsetzen und auch vernünftig löten. Die Aluminiumplatte ist natürlich dahingehend ideal, dass man das auch dann hart löten kann und nicht nur weich löten kann, weil die Sperrholzplatte ist eher zum Weichlöten gedacht und hat auch noch eine bestimmte Funktion, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. So, also wie gesagt, null Problemo. Es lässt sich natürlich noch viel mehr hier drauf montieren und fixieren. Und jetzt komme ich gleich zum nächsten, wofür diese Sperrholzplatte sich ganz gut eignet. Ja, hier habe ich jetzt mal wieder ein bisschen was aufgespannt, und zwar zusammen mit der Sperrholzplatte. Der Sinn, den werde ich auch noch mal ein bisschen detaillierter jetzt gleich erklären, aber wie man, ich glaube, ganz schön hier sehen kann, habe ich hier mal, die habe ich jetzt willkürlich angeordnet, die einzelnen Stäbe. Gehen wir mal von aus, man will eine Reling löten. Ist eine Heidenarbeit, ne? Und wenn man dann gleich eine ganze Menge Stützen in einem Mal anlöten kann, ist das natürlich eine wesentliche Arbeitserleichterung. So, aber wie ihr seht, hält auch alles ganz gut, kann man wunderbar verlöten und dann immer weitersetzen. Und das sage ich euch dann jetzt auch nochmal, was ihr da, wie ihr euch da dann weiterhelfen könnt. Ja, hier habe ich jetzt einmal das, was ich verlöten will, aufgezeichnet und angeritzt. Hier diese schönen dicken Striche, da werden
die Messingstäbe eingelegt, einmal hier oben, einmal hier diese Diagonalen. Und wenn ich das, wenn man das jetzt hier bis zum Ende vorsetzt, oder es reicht auch so, hat man also, kann man immer wieder durch Umsetzen, hat man eine hohe Wiederholgenauigkeit und kann das endlos löten. Und es passt auch letztendlich alles ganz gut. Und wie gesagt, die Wiederholgenauigkeit ist gut. Ja, und jetzt habe ich hier mal die Stäbe überall eingelegt. Die liegen auch so schon ganz gut. Und wie ihr sehen könnt, ne, liegen sie perfekt. Man kann sie also ruhig hin und her bewegen und eben schnell verlöten. Wie gesagt, wenn ich das jetzt hier, dieses Muster durchziehe, muss ich aber auch nicht. Ich habe eigentlich schon, dadurch habe ich schon eine höhere Wiederholrate. Braucht das Ganze jeweils nur umsetzen, wenn die Stange länger ist. Und kann hier richtig, man kann schon sagen, im Akkord die ganzen Sachen zusammenlöten. Ist eine gute Zeitersparnis. Gut, die Platte zu machen ist zwar auch ein bisschen aufwendig, aber am Ende, wenn man das viel gebraucht und auch viel Kleinteile macht, macht das Sinn. Das ist aber noch nicht alles, wofür die sich verwenden lässt. Da gibt es noch so eine ganze Menge andere Möglichkeiten und ich werde die Platte auch noch ein bisschen weiter ausarbeiten, dass das praktisch am Ende wie so ein kleinen Werktisch ist, wo man eigentlich von allen Seiten spannen und anklemmen kann. Weil es gibt dann auch die Möglichkeit, hier senkrecht, ne, was einzuklemmen, um dann, sagen wir mal, wenn man Masten verlöten will, ne, da was gegen zu löten, ob es nur, wie nennt sich das noch, Quermast oder was weiß ich, wie auch immer sich das nennt, oder für eine Ra, was anlöten will, ist es eigentlich ein einfaches. Oder ein Mastkorb anlöten will. Also die Möglichkeiten sind hier ziemlich vor allen Dingen dann auch konisch klemmen. Lässt sich auch wunderbar verwenden, wenn ich hier noch weitere Bohrungen immer zentrisch reinsetze mit Gewinde drin, um die für zum Propeller damit zu löten. Wenn man sich selber Messingpropeller machen will, die müssen ja eigentlich am besten hart gelötet werden, wenn sie halten sollen. Und da ist dann natürlich die Aluminiumplatte nicht schlecht. Kann man alles wunderbar fixieren, festsetzen und auch ruhig mal aus Versehen mit dem Hartlötgerät dran stoßen, es verrutscht nichts. Ja, wenn ich dann damit soweit bin, mit dem weiteren Ausbau, dann werde ich vielleicht auch mal wieder, was heißt vielleicht, dann werde ich wahrscheinlich ein Video wieder machen und euch dann mal zeigen, was man da noch mehr mitmachen kann. Vielleicht ist das dann auch mit meinem Gequassel ein bisschen flüssiger, ne? Heute, also diese Woche ist nicht so meine Woche, habe so einiges versorgt. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und vielleicht auch ein Däumchen. Tschüss dann!